Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Analysis 1 Vorlesung. Das mit den Kegelschnitten war natürlich nur eine kleine zusätzliche Vorabendunterhaltung, sozusagen der Vorfilm. Wir waren stehen geblieben bei dem Begriff der Stetigkeit. Ich hatte gestern schon aufgetragen, dass Sie über eine Funktion nachdenken, zum Beispiel den Zusammenhang zwischen dem Stand des Wasserhahns oder des Wasserhebels an der Mischbatterie zur Duschtemperatur und dass Sie sich wünschen, dass dieser Zusammenhang zumindest stetig ist, dass also kleine Änderungen an der Wasserhahnstellung auch nur kleine Änderungen der Wassertemperatur hervorrufen. Und wir hatten definiert, dass eine Funktion f stetig ist im Punkt z. Und dazu hatten wir die Vertauschbarkeit benutzt. Hier haben wir den Begriff des Grenzwerts einer Funktion x strebt gegen z und f von x. Dieser Grenzwert soll existieren und dann soll er auch gleichzeitig f von z sein. Das heißt, wenn wir uns dieses noch einmal aufzeichnen und betrachten hier eine Funktionsdarstellung, hier ist f von x, die Funktionswerte tragen wir auf der vertikalen Skala ab, dann zeichnen wir eine Funktion da rein. Hier haben wir es nochmal so, f von x. Und diese Funktion ist jetzt so gestaltet, dass wenn wir uns einer Stelle z hier nähern, und zwar egal auf welche Art und Weise die x, die hier dagegen geschoben werden, so hatten wir den Grenzwert definiert, die werden auf eine beliebige Art und Weise dagegen geschoben und die können natürlich auch von der anderen Seite daran kommen. Und die zugehörigen Funktionswerte f von x, die sollen dann auch tatsächlich gegen den Funktionswert an der Stelle z konvergieren. Also es soll bei der Annäherung an den Punkt z soll auch tatsächlich hier f von z herauskommen. Das heißt, diese Funktionswerte, die hier liegen, egal auf welche Art und Weise sich die x-Werte dem z annähern, die sollen ihrerseits gegen f von z streben. Das benutzen wir als Definition und wir sagen, das ist die Definition der Stetigkeit an der Stelle. Natürlich können Sie gerne die Vorstellung verwenden, dass Sie eine Linie durchzeichnen können, wie Sie es in der Schule gehört haben. Wenn also Sie schon sehen, dass Sie eine Funktion nicht mit einem Bleistift durchzeichnen können, dann ist sie bestimmt unstetig, dann springt sie und wir könnten uns vorstellen, just in dem Moment, wo wir unsere Wunschduschtemperatur erreichen, springt das Ganze. Hoffentlich wird es kalt und nicht heiß. Und ein solches Verhalten würden wir unstetig nennen. Wir werden aber sehen, dass Stetigkeit nicht nur dieses beinhaltet, sondern dass Stetigkeit ein Punktbegriff ist. Das heißt, eine Funktion ist an einem Punkt stetig. Und die Aussage hier sagt erstmal, die Funktion ist im Punkt z stetig. Und wir werden uns jetzt damit beschäftigen, dass es wirklich ein Begriff ist, der zu einer Stelle einer Funktion gehört, an einem Punkt und nicht zur Funktion als Ganzes gehört. Vergleiche der Punkt oder die Stelle z. Außerdem haben wir gestern noch reklamiert, dass der Grenzwert von den Funktionswerten gleich dem Funktionswert des Grenzwertes ist. Dass wir also auch eine Vertauschbarkeit in diesen beiden Begriffen haben und eine Funktion ist im Punkt also stetig, wenn an dieser Stelle, an diesem Punkt z, die Grenzwertbildung und die Funktionswertbildung vertauschbar sind. Denn z ist der Grenzwert, der x-Wert, wenn Sie gegen z gehen, das klingt so ein bisschen trivial, weil es ein und dasselbe ist. Aber das macht nochmal deutlich, dass wir auch hier eine solche Vertauschbarkeitsrelation haben. Und wir gucken uns ein paar Beispiele an,
Und wir beginnen als erstes mit der Heaviside-Funktion. Die Heaviside-Funktion, das haben wir uns gestern eigentlich schon angeguckt. Das war folgende Funktion, ein Name für eine Funktion, ja, nicht erschrecken davor. Es hat einfach einen Namen, weil diese Funktion zur Modellierung von Ein- und Ausschaltvorgängen gebraucht werden und auch sonst ganz nützlich sind, eine Funktion zu haben, hier in blau dargestellt, die schlichtweg einen Sprung hat und sonst ist sie einfach nur konstant und das ist sie völlig uninteressant. Und jetzt stellen wir fest, wenn wir eine Stelle z hierher nehmen, ja, ein z ungleich 0, dann können wir uns hier der Stelle z annähern und da wir einen Grenzwert betrachten, einer Folge, wissen wir ab einer gewissen Jugend der Folge, danach sind wir also in der Nähe des z und sind wir auf einer Seite der Nullstelle. Das führt dazu, dass wir an dieser Stelle hier die Funktionswerte haben, die immer 1 sind und diese Funktion ist also die Heaviside-Funktion h, ist stetig in allen z ungleich 0, aber sie hat sie ist bei 0, hat sie einen Sprung an der Stelle 0, aber bei z gleich 0 ist folgendes, h von 0 ist 0, also das legen wir irgendwie fest, was genau an der Sprungstelle ist, ich habe es gestern erklärt mit dem Felsen, wir können unten dagegen wandern und dann springt sie dort um einen Sprung der Höhe 1, aber der Grenzwert für x gegen 0 von h von x, der existiert nicht. Warum? Weil nämlich sie könnten sich von links annähern, hier in Rot, dann würden sie lauter Nullen haben und diese ganzen Nullen als Funktionswert, die konvergieren gegen die 0. Wenn sie jetzt in tiefdunkelblau von rechts kommen, dann haben sie lauter Einsen und die konvergieren gegen 1. Das heißt, der rechts- und linksseitige Grenzwert sind nicht gleich. Es gibt keinen Grenzwert von der Funktion h an dieser Stelle, denn es hängt davon ab, ob sie unten vom Felsen kommen und dann würden sie sagen, wenn ich mich der Stelle des Felsens nähere, dann schlage ich unten an und die, die oben an dem Felsen lang wandern, würden sagen, hier auf der Landkarte nähere ich mich derselben Stelle, aber ich komme nicht unten bei einem Felsen an, ich komme oben bei einem wackeligen Gelände an und da klettere ich natürlich nicht hinauf. Wir haben die Frage im Skript, ob die Heaviside-Funktion ihren Sprung immer an der Stelle 0 hat. Nun, die Heaviside-Funktion ist so festgelegt, dass sie an der Stelle 0 einen Sprung um die Höhe 1 hat. Durch eine Verschiebung h von x minus 2 zum Beispiel kriegen Sie eine Funktion, die hat die Sprungstelle an der Stelle 2. Sie können das h auch mit 3 multiplizieren, dann haben Sie 3h von x, dann haben Sie einen Sprung der Höhe 3. Sie können also mit diesem sozusagen genormten Sprung an einer Stelle beliebige Sprünge beschreiben und Sie können die auch an beliebige Stellen packen. Oder Sie könnten auch als Übungsaufgabe sich überlegen, wie sieht die Funktion aus h von x plus h von x minus 1? Ja, das ist eine Frage für Sie. Was ist das für eine Funktion? Wie sieht die aus? Und könnten wir vielleicht sogar noch mehr solche Funktionen zusammenbauen? Oder gelingt es Ihnen, nächste Übungsaufgabe, aus Heaviside-Funktionen Folgendes zusammenzusetzen? Sie machen eine solche Funktion. Was hier an der Sprungstelle genau ist, ist egal. Und diese soll dort 1 sein und hier minus 1 und da haben Sie Stellen a und b. Wie können Sie das zusammenbauen? Das ist so ein kleines Puzzle. Und wenn Sie das hinkriegen, dann haben Sie auch ein ganz gutes Gefühl für diese Funktion, die eigentlich nichts weiter enthält als die 0. Den Sprung an der Stelle 0 und das ist eine ganz gute Vereinfachung, um manchmal um solche Prozesse mit Sprüngen, Ein- und Ausschaltvorgänge aufzuschreiben oder sie auch einem Rechner beizubringen, weil es eben keine Fallunterscheidung enthält. Die Fallunterscheidung steckt in dieser Funktion schon drin und das vereinfacht
das Aufschreiben. Jetzt gucken wir uns eine Funktion an, von der die Leute, die immer nach dem Brauchen fragen, ja, ja, wozu braucht man das? Dann sagen, die braucht man ganz bestimmt nicht. Doch, meine Damen und Herren, die jetzt kommende Funktion braucht man dazu, um zu lernen, ob diese Stetigkeitsdefinition passt, ob es hält, ob sie belastbar ist, ob sie auch in kritischen Fällen ungefähr das tut, was wir wollen. Und diese Funktion heißt die Dirichlet-Funktion. Ja, im Gegensatz zur Heaviside-Funktion, welche weit verbreitet ist bei allen möglichen Anwendungen und die von vielen Leuten als ein völlig nützliches Hilfsmittel genommen wird, um An- und Ausschaltvorgänge oder das plötzliche Auftreten von Kräften zum Beispiel zu beschreiben, ist es mit der Dirichlet-Funktion so, dass die Dirichlet-Funktion konstruiert ist, ausgedacht worden ist, um zu zeigen, was zum Beispiel dieser Stetigkeitsbegriff oder andere Glattheitsbegriffe von Funktionen können. Die Dirichlet-Funktion ist nämlich folgendermaßen aufgebaut. Hier fehlt ein T, Herr Dirichlet, d von x, das ist 0 und 1 und sie ist 0 für irrationale Zahlen x, also wenn x nicht in den rationalen Zahlen ist, und sie ist 1, wenn x eine rationale Zahl ist. Die Dirichlet-Funktion gibt Ihnen sozusagen die Antwort auf die Frage, ist das Argument eine rationale Zahl? Also darstellbar ist Bruch als Quotient zweier Ganzheitszahlen. Wenn die Antwort ja ist, sagt die Dirichlet-Funktion 1. Wenn die Antwort nein ist, wie bei Pi und E, dann sagt die Dirichlet-Funktion 0. Die Dirichlet-Funktion ist definiert für reelle Zahlen. Sie wissen, es gibt sehr, sehr wenig rationale Zahlen in dem Sinne, dass wir die rationalen Zahlen nummerieren können. Es gibt also genauso viele rationale Zahlen wie natürliche Zahlen, aber es gibt viel, viel mehr reelle Zahlen. Das ist sozusagen so viele reelle Zahlen, wie sie Teilmengen von rationalen Zahlen bilden können. Dieses heißt Kontinuumshypothese. Und ein Mathematiker namens Georg Cantor ist so um die 1900 und etwas danach darüber, sagt man zumindest so, verrückt geworden, ob diese Hypothese stimmt und ob man sie irgendwie beweisen und zeigen kann. Und wir könnten diese Funktion folgendermaßen illustrieren. Und ich mache es dieses Bild in Anführungszeichen. Wir tragen auf der x-Achse die rationalen Zahlen ein, die machen wir mal blau, und für die rationalen Zahlen machen wir eine 1. Wir wissen aber, dass die rationalen Zahlen beliebig dicht nebeneinander liegen. Zwischen zwei beliebigen Zahlen, die einen Abstand haben, liegt immer mindestens eine rationale Zahl. Ja, stellen Sie sich die reellen Zahlen als unendlich lange Dezimalbrüche vor, und irgendwie ist die eine dann größer als die andere, also könnten Sie sagen, es gibt eine Ziffer, wo die beiden reellen Zahlen sich unterscheiden, wenn sie unterschiedlich sind. Und ab dieser Ziffer brechen Sie die größere der beiden Zahlen einfach ab. Da schneiden Sie den Rest ab. Dann haben Sie eine rationale Zahl. Die ist dann nämlich eine riesige Zahl durch meinetwegen 100 Billionen oder 100 Trillionen oder was auch immer. Eine riesige Zehnerpotenz. Das ist aber eine rationale Zahl. Und auch für diese Zahl gibt die Dirichlet-Funktion die Antwort 1. Das heißt, Sie kriegen hier eine Perlenkette von rationalen Argumenten, rationale x. Und zwischen diesen, die aber schon beliebig dicht liegen, da liegen jetzt, und das ist verdammt schwer vorstellbar, da liegen jetzt die irrationalen Zahlen. Und das sind ja, wie gesagt, noch viel, viel mehr. Das sind die irrationalen Zahlen. So, das gucken wir uns mal unter der Lupe an. Wir halten eine Lupe da drauf und die Lupe, die macht uns jetzt diese Achse, zieht die uns in die Länge. Hier waren die vielleicht so, die Skala, und jetzt ist die so. Und was passiert, wenn wir in der Lupe da genauer reingucken? Wir stellen uns also vor, statt dem ganzen Intervall von 0 bis 1, bilden wir jetzt nur das Intervall ab von 0,478 bis 0,479 oder von 0,4778 bis 0,4779. Dann stellen wir fest, dass das Dilemma immer noch das gleiche bleibt, denn dahinter können wir immer noch genauso viele endliche oder periodische Dezimalbrüche hinstellen und wir können auch alle irrationalen Zahlen wieder dahinter schreiben als unendlich lange Dezimalbrüche. Das heißt, unter dieser Lupe sieht die Funktion
noch ganz genauso aus, wenn wir die Lupe drauf halten, ändert sich nichts. Die rationalen Zahlen bilden auch nicht Löcher im eigentlichen Sinne. Die sind schon dicht an dicht. Und nur die Kraft der menschlichen Imagination, die legt zwischen diese rationalen Zahlen noch die reellen Zahlen. Ja, es gibt nichts in der Natur, was Sie messen könnten, was tatsächlich... Oh, das ist ein toller Hinweis. Ich ändere das natürlich. Die roten sind die irrationalen und die blauen, wie etwas kühler, das sind die rationalen. Dankeschön für den Hinweis. Und die Kraft der menschlichen Imagination hat uns zwischen diese rationalen Zahlen, also die irrationalen Zahlen gelegt und alle zusammen müssten, sind die reellen Zahlen. Und die empfinden wir zumindest nach Besuch einer aktuellen Schule als relativ normal. Jemand, der die nicht kennen würde, würde sagen, ach, diese irrationalen Zahlen, wozu brauche ich die eigentlich? Wo kommen die eigentlich vor? Wieso? Und dann könnten Sie argumentieren, zum Beispiel die Länge der Diagonale eines Quadrats mit der Kantenlänge 1, die ist ja nach Pythagoras Wurzel 2, das wussten schon die alten Griechen und wahrscheinlich wussten es schon die Leute im Zweistromland vorher, dass das keine rationale Zahl ist. Das kann man relativ leicht beweisen. Wenn Wurzel 2 gleich p durch q wäre, dann wäre 2 gleich p Quadrat durch q Quadrat und wenn p und q jetzt beides ganze Zahlen sind, dann wäre also eine Quadratzahl das Doppelte der anderen Quadratzahlen. Aber jede Quadratzahl enthält ihre Primfaktoren alle doppelt, weil sie ja mit sich selbst multipliziert wird. Also hätte die eine Zahl p Quadrat, die hätte eine gerade Anzahl Primfaktoren 2 und 2 mal q Quadrat hätte dann eine ungerade Anzahl Primfaktoren. Und wenn wir an die Eindeutigkeit der Primzahlzerlegung glauben, die wir zumindest in gewissem Rahmen sauber beweisen können, dann ist das ausgeschlossen. Das heißt also, die Länge der Diagonale des Einheitsquadrates ist eine irrationale Zahl, aber dieses Quadrat gibt es auch nicht in der Realität. Das gibt es nur in unseren Gedanken. Wenn Sie zum Steinmetz gehen und sich eine quadratische Bodenplatte schneiden lassen, dann können Sie die Länge der Diagonale messen und egal wie genau Sie messen, Sie kriegen nie raus, dass die irrational ist, die Länge. Sie kriegen immer nur etwas Rationales. Ja? Das heißt also, wir haben hier schon etwas konstruiert, was nur in unseren Gedanken lebt. Und jetzt könnten wir Folgendes sagen. Wir nehmen einen Punkt Z, egal woher, zum Beispiel aus den reellen Zahlen. Und dann wählen wir eine Folge xn, die gegen z strebt, mit xn aus den rationalen Zahlen. Das geht immer. Wir können nämlich Folgendes machen. Wenn wir eine irrationale Zahl haben, dann runden wir sie erst auf 2 Stellen, dann auf 3, dann auf 4 und so weiter. Und dann haben wir immer rationale Annäherungen, die kommen dem Z immer dichter, die erfüllen das Grenzwertkriterium. Dann haben wir eine Folge von rationalen Zahlen, die gegen etwas Irrationales konvergiert. Wenn wir eine rationale Zahl Z haben, einen Bruch selber, dann könnten wir 1 plus n dazu addieren, es gibt wieder rationale Zahlen, es konvergiert gegen Z. Und wir können auch eine zweite Folge betrachten, die nennen wir xn', die konvergiert gegen Z mit xn aus den irrationalen Zahlen, also nicht in rationalen Zahlen. Das machen wir folgendermaßen. Wenn wir ein rationales Z haben, dann addieren wir dazu zum Beispiel Pi durch N. Na, Pi durch N gibt etwas Irrationales. Wir haben eine Folge von irrationalen Zahlen, die gegen etwas Rationales konvergiert. Und wenn Z selbst schon irrational ist, dann brauchen wir bloß 1 durch N dazu zu addieren. Also diese Folgen können wir uns relativ leicht beschaffen. Und jetzt stellen wir fest, der Grenzwert von der Folge xn, und gut, dass wir die Grenzwertdefinition einer Funktion auf die Folgengrenzwertdefinition zurückgeführt haben, das ist also der Grenzwert von lauter Einsen. Das n läuft gegen 1, kommt da gar nicht vor, das ist 1, und das ist definitiv ungleich der Folge, die wir erhalten, wenn wir n gegen unendlich laufen und die Funktionswerte xn' einsetzen. Das ist nämlich die rote, das sind die irrationalen und das da vorne, die blauen, sind die rationalen.
Das heißt also, diese Funktion ist an keiner einzigen Stelle stetig. Ja, wir stellen uns Funktionen gerne als so einen durchgezogenen Strich vor und auch als glattes. Das ist ungefähr so ein Vorurteil. Ja, wenn Sie Leute fragen auf der Straße, sollen sie eine Funktion zeichnen? Ich schätze mal so 70% sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben mit solchen Sachen aus der Schule. Und die anderen zeichnen Ihnen natürlich eine durchgehende glatte Funktion. Und die Wahrheit ist aber, dass die Lebenswelt der Funktion viel, viel größer ist. Also es gibt unheimlich viele Funktionen, die so hinterhältig sind wie die Dirichlet-Funktion, die sich überhaupt gar nicht zeichnen lassen, wo das Kriterium mit dem durchgezogenen Strich natürlich auch nicht funktioniert. Ja, Sie müssten sich hier an dieser Stelle deutlich machen, dass diese Funktion eigentlich aus Perlenketten besteht und dass diese Perlen so dicht beieinander sind, dass sie unter jeglicher Vergrößerung doch wieder eine Linie bilden würden. Das D ist die Dirichlet-Funktion, das ist der Name dieser Funktion, über die ich im Moment philosophiere. Wir könnten daraus noch eine andere Funktion basteln, nämlich die Funktion f von x, und die ist jetzt x mal d von x. Also wir multiplizieren jetzt diese Funktionswerte von dieser Dirichlet-Funktion mit x. Wir zeichnen uns die hier auf, diese Funktion, hier ist x und hier ist f von x. Und jetzt stellen wir fest, dass für irrationale Werte d von x ja 0 ist. Das heißt, diese Nullen, die werden mit einem x multipliziert, das ist eine Perlenkette, die sind ganz dicht beieinander. Es sind so einzelne Punkte fehlen. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Vorstellung. Ja, diese Vorstellung passt auch nicht dazu, dass wir wissen, dass die Welt aus Atomen aufgebaut ist, denn die sind ja in irgendeinem Sinne liegen die ja nebeneinander. Ja, interessante Frage auch, was ist zwischen denen? Ja, da ist nicht nichts, da ist noch viel weniger als nichts. Aber das ist eine andere Vorlesung, ein anderes Thema. Jetzt multiplizieren wir die rationalen Funktionswerte von d von x, die sind 1 mit x. Das heißt, wir kriegen hier eine Perlenkette, die liegt so quer. Das sind die rationalen. Ja? Wir geraten hier Löcher dazwischen. Ich mache extra solche Punkte, um eben keinen Strich zu ziehen, weil der Strich suggeriert, dass wir das für alle Werte haben. Und hier haben wir also die rationalen und auf der x-Achse haben wir die irrationalen. So, und jetzt stellen wir was Kurioses fest, wenn wir eine Stelle nehmen außerhalb von der 0, wenn wir also unser z zum Beispiel hier hinlegen, da, ja, das ist jetzt links von der 0, dann finden wir hier in der Umgebung Funktionswerte, manche sind 0, nämlich die roten, die irrationalen, und daneben sind gleich die blauen. Das springt also auf beliebig kurzen Abschnitten, springt diese Funktion hin und her zwischen 0 und x. Ja. Neben einer rationalen Zahl und sozusagen einer anderen rationalen Zahl liegt natürlich auch immer sofort eine irrationale Zahl, weil Sie also zum Beispiel die Differenz durch Pi dividieren könnten, dann wird die noch kleiner, dann addieren Sie die zur unteren rationalen Zahl. Die zappelt also beliebig schnell. Ja, wenn Sie an einem Punkt sitzen würden auf dieser Funktion, dann würde gleich direkt neben Ihnen der nächste Funktionswert sitzen, der ganz dicht dran ist, weil er auch rot oder blau ist. Aber noch dazwischen, da würde woanders die andersfarbige Kugel sein. Also mit Kugeln von gewisser Größe geht es natürlich nicht. Das sind alles also ziemlich brüchige Brücken. Jetzt stellen wir aber fest, der Grenzwert für x gegen 0 von f von x, also der Grenzwert von x gegen 0 von x mal dx, von diesem Wert. Dieser Wert liegt im Intervall zwischen minus 1, minus x und x. Ja, man könnte auch sagen zwischen 0 und x. Und wenn das x negativ ist, dann muss die untere Intervallgrenze kleiner sein. Also machen wir da Beträge drum. Schreiben wir es nochmal schön auf. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Wir nehmen also den Betrag von x und dieser Ausdruck liegt zwischen minus dem Betrag von x und x.
Und wenn das x gegen 0 geht, dann wird dieses Intervall, was ich hier eingezeichnet habe, das kann ich natürlich auch in das Bild einzeichnen, das machen wir mal in pink, dieses Intervall, das ist also an einer Stelle dieser Abschnitt. Von der blauen Linie bis da oben drüber, hier weiter drin wäre es so, das wird dann immer kleiner. Das heißt, es geht gegen 0 und mit dem Vergleichskriterium kriegen wir raus, das ist 0 und das ist gerade f von 0. Das heißt, die Funktion f, diese Funktion, diese spezielle, die wir gewählt haben, ist genau an einer Stelle, genau an der einen Stelle x gleich 0 stetig und sonst ist sie unstetig. Das heißt, an dieser Stelle können Sie Grenzwertbildung und Funktionswertbildung vertauschen. Und dass es an dieser einen Stelle funktioniert, heißt nicht, dass es an anderen Stellen auch funktionieren wird. Also diese Stetigkeit ist ein Begriff nur für einen einzigen Punkt. Und an dem einen Punkt haben Sie natürlich auch keine Möglichkeit, eine Linie hindurchzuzeichnen. Das heißt, an der Stelle ist dieses Argument mit dem Bleistiftstrich nicht brauchbar. Sie könnten natürlich trotzdem noch sagen, was interessieren mich solche Sachen, dann nennen Sie halt Ihren Begriff Bleistift stetig und dann prüfen Sie ihn darauf, ob Sie mit anderen Dingen da auch weiterkommen. Zum Beispiel würde man erwarten, dass wenn Sie in einem mechanischen System immer steifere und steifere Federn einbauen, also Sie nehmen einen Golf, typischerweise mit eingefärbten Lampen und getönten Scheiben und bauen festere und festere Federn ein und irgendwann sagen Sie, ich mag dieses durchgeschüttelt werden, ich baue eine starre Verbindung ein. Ist dann das mechanische Verhalten, was das entstehende System rauskriegt, also Golf mit getönten Scheiben, eingefärbten Lichtern und statt der Federn starre Balken eingebaut, ist das dann wirklich die Grenze des mechanischen Verhaltens von allen tiefer gelegten Golfs? Das mit dem Bleistift ist folgendes. In der Schule wird manchmal gelehrt, eine Funktion ist eine Funktion, die ich mit einem Bleistift ohne abzusetzen hindurchzeichnen kann. Das ist eine Eselsbrücke, die für viele Funktionen funktioniert und dieses Kriterium funktioniert auf die Art und Weise, dass wenn es mir nicht gelingt, das mit einem Strich hindurchzuzeichnen, dann ist die Funktion definitiv nicht stetig. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Das Kriterium ist nicht wirklich tragfähig. So, jetzt haben wir einen Begriff, wir haben das definiert, was die Stetigkeit sein soll. Wir haben eine gewisse Vorstellung an zugegebenen, relativ krassen Beispielen uns ausgedacht und den Begriff geprüft. Und jetzt formulieren wir einen Satz. Ist f von dem Definitionsbereich abbildend in die reellen Zahlen stetig im Punkt Z aus dem Definitionsbereich, so gilt für alle Epsilon größer 0 existiert ein Delta, das auch größer 0 ist, sodass die Differenz der Funktionswerte kleiner ist aus Epsilon und zwar für alle x aus dem Definitionsbereich mit der Eigenschaft, dass x minus z kleiner als Delta ist. Das sieht kraftvoll aus, nicht wahr? Also nochmal, die Funktion ist stetig, so, Voraussetzung, laut Definition. Und dann gilt Folgendes, für alle Epsilon größer 0 existiert ein Delta größer 0 und dann soll daraus, dass x minus z, solange x im Definitionsbereich ist, kleiner als Delta ist, folgen, dass f von x minus f von z auch kleiner als Epsilon ist im Betrag. Ich nehme mal an, dass also die Wiederholung dieser logischen Struktur, die dort steht, nicht dazu geführt hat, dass Sie eine Vorstellung von dem haben, was hier ausgesagt wird. Das ist auch überhaupt nicht erwartet, sondern erwartet ist, dass man sich ein Bild macht und diese Vorstellung prüft. Was steht hier? Und dieser Satz besagt Folgendes. Wir malen uns eine Funktion auf, die malen wir jetzt nur im ersten Quadranten. So, und jetzt haben wir eine Stelle Z, um die geht es. Und an der Stelle Z
hat die Funktion einen Funktionswert f von z. Das ist hier. Und jetzt steht da für alle Epsilon größer 0. Also wir haben ein Epsilon, das lebt auf dieser vertikalen Achse, denn es vergleicht die Funktionswerte. Hier. Und f von x soll sich jetzt nur um Epsilon unterscheiden. Also hier Epsilon nach oben, Epsilon nach unten. Und das, jetzt steht da, das soll möglich sein, dass die Funktion da drinnen bleibt für x, die sich höchstens um Delta von z unterscheiden. Das heißt, für alle in einer Delta-Umgebung von z. Ja, wenn wir das x dicht genug an dem z wählen, dann finden wir hier einen Bereich und die Funktionswerte zu dem Bereich sind auch tatsächlich da drin. Ja, hier haben wir also ein Intervall, das hat die Breite 2 Delta. Ich habe es so dicht gezeichnet, um zu verdeutlichen, worum es geht, dass das Epsilon klein sein kann. Wir können es auch alternativ formulieren. Für alle Epsilon größer 0 existiert ein Delta größer 0, sodass aus der Tatsache, dass x im Definitionsbereich ist und x sich von z höchstens um Delta unterscheidet, folgt, dass f von x minus f von z kleiner als Epsilon ist. Ja, das heißt also, wenn wir eine Wunsch-Duschtemperatur haben, f von z, und wir wissen, die Hebelstellung an der Mischbatterie, die ist bei z, dann können wir, egal wie sensibel wir sind, ja, Phileas Fogg, dem wurde gesagt, von 80 Tagen um die Welt, dass er also so sehr penibel auf die Temperatur seines Rasierwassers achten würde. Also wenn Sie sehr empfindlich sind, egal wie empfindlich Sie sind, egal wie klein das Epsilon ist, egal in wie einem wie kleinen Bereich Sie Ihre Duschtemperatur einstellen wollen, dann können Sie trotzdem einen ganz kleinen Bereich von dem Z finden, sodass Sie innerhalb Ihres Toleranzbereichs bleiben. Ja, wenn die Funktion stetig ist und nicht springt, sollte das gelingen. Ja, wir bemühen wieder unsere Vorstellung, die, wenn wir uns dem Wert Z nähern, dann nähern sich auch die Funktionswerte dem Funktionswert f von z, das heißt, die Funktion ist in einem gewissen Sinne bei z durchgängig. Da ist wieder diese, Sie haben es hier schön als Schulweisheit bezeichnet, diese Vorstellung da, dass die Funktion an der Stelle eben kontinuierlich ist, stetig, nicht irgendwie sprunghaft hin und her irrlichteliert. Und das heißt also, wenn wir dem Funktionswert erlauben, sich innerhalb von f von z zu bewegen, dann können wir auch dem Argument z erlauben, sich innerhalb eines Bereichs Delta zu bewegen. Und dieses Delta soll größer als 0 sein. Das ist ein sehr entscheidender Punkt, wie wir gleich sehen werden. Diese Forderung, dass das Delta größer als 0 ist, dass wir tatsächlich einen kleinen Toleranzbereich auch bei den x-Werten haben, die enthält diesen Stetigkeitsbegriff. Wir beweisen das hier nicht formal. Es ist eher dazu gedacht, dass Sie darüber nachdenken, dass dieses eine Eigenschaft von stetigen Funktionen ist. Sie können diese Aussage auch als Definition verwenden. Dann würden Sie sagen, das ist die Stetigkeit nach dem Epsilon-Delta-Kriterium und das andere, was unsere Definition war, ist die Stetigkeit nach dem Folgenkriterium. Und jetzt müssten Sie beweisen, dass die beiden äquivalent sind. Also aus Folgenstetigkeit folgt diese Epsilon-Delta-Stetigkeit und die Epsilon-Delta-Stetigkeit wiederum, die impliziert, also aus der folgt die Folgenstetigkeit. Beide Richtungen sind beweisbar, wobei es sogar einfacher ist, mit dem Epsilon-Delta-Kriterium anzufangen. Das ist irgendwie die stärkere Eigenschaft, das macht Aussagen über Intervalle. Ja, man kann es als Epsilon-Kriterium bezeichnen, aber ich würde davon abraten,
weil das Epsilon-Kriterium für viele, viele Studierende irgendwie engst verbunden ist mit der Grenzwertdefinition von Folgen. Hier geht es um ein Epsilon-Delta, eine Epsilon-Delta-Definition oder ein Epsilon-Delta-Kriterium zur Stetigkeit. Und die Aufgabe für Sie ist, sich das zu übersetzen und sich das vorzustellen. Die Aufgabe ist nicht wirklich, diese Beweise zu finden, wo man mal kurz drüber nachdenken kann, dass es nicht so furchtbar weit weg ist voneinander. Die Aussage ist also, egal wie klein der Toleranzbereich für die Funktionswerte ist, wir finden trotzdem noch einen Bereich, wo wir dran wackeln können an den Argumenten um Z, sodass wir tatsächlich innerhalb dieses Epsilon-Toleranzbereiches für die Funktionswerte liegen. Wir probieren das aus, diese Eigenschaft, und wir nehmen die Heaviside-Funktion. Wir wissen ja schon, die Heaviside-Funktion ist unstetig. Wir zeichnen sie uns also wieder auf. Wir nehmen h von x, kürzen das so ab, die Heaviside-Funktion. Und jetzt nochmal das Bild hier. Die Funktion zeichne ich jetzt schwarz hier ein, weil wir die Farben aus unserem Satz oder unserem Epsilon-Delta-Kriterium verwenden wollen. Das ist also unsere Funktion h. Und jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen die Stelle z gleich 0. Das ist die spannende Stelle. Und um diese Stelle möchten wir jetzt zeigen, dass auch tatsächlich die Eigenschaft, die dort oben beschrieben wurde, nicht gilt. Also nicht für alle existiert ein Delta mit dieser Eigenschaft. Das würde man umdrehen. Nicht für alle Kinder ist ein Lebkuchen da. Das Gegenteil davon ist, mindestens ein Kind hat keinen Lebkuchen gekriegt. Also, es gibt ein Kind, für das kein Lebkuchen da ist, das für alle Lebkuchen diese folgende Aussage nicht gilt. Also müssen wir zeigen, dass es mindestens ein solches Epsilon gibt. Und dann wählen wir zum Beispiel mal dieses Epsilon. Stellen wir uns vor, wir hätten mit dem H unsere Duschtemperatur, ja, das ist 0 Grad bis zu einem bestimmten Punkt, und dann urplötzlich, ja, jemand hat das so geschaltet, kommt das andere Wasser aus der anderen Leitung. Und glücklicherweise wollen wir tatsächlich bei 0 Grad hier duschen. Und jetzt finden wir aber kein Intervall von minus Delta bis Delta, also um die 0 herum, das in den Epsilon-Bereich abgebildet wird. Ja, das ist Epsilon ist gleich 1/2. Hier, das ist also die Stelle 1/2. Hier unten ist minus 1/2. Und jedes noch so kleine symmetrische Intervall um die 0, also für jedes Delta größer 0, hat Funktionswerte, die sind hier 0. Und dort sind sie 1 und außerhalb. Das heißt also, zum Beispiel, dieses eine Epsilon ist 1/2, bringt uns zu der Beobachtung, für alle Delta größer 0 gibt es ein x, und das könnte zum Beispiel das x Delta halbe sein, das ist hier drin, so, und das hat einen Funktionswert, der ist außerhalb von Epsilon. Ja, wir haben an dem Bild gesehen, dass die eigentlich alle außerhalb liegen, aber da haben wir also mindestens einen, den haben wir geschickt gewählt, mit der Eigenschaft, dieses spezielle h von x bei Delta 1/2 minus h von 0, das ist gleich 1 und es ist größer als Epsilon, trotz der Eigenschaft, dass x minus 0, das ist gleich Delta halbe, das ist kleiner als Delta. Das heißt, wir haben jetzt ein x gefunden, was die Prämisse unserer Folgerung erfüllt. Ja, das ist erfüllt. X ist tatsächlich in dem Delta-Intervall. Und das ist ganz egal, wie groß das Delta ist. Das Delta kann beliebig klein sein. Und hier drüben, da, dies haben wir verletzt. Die Folgerung haben wir verletzt. Wir haben also dafür gesorgt, dass diese Folgerung eine falsche Prämisse hat und
eine wahre Prämisse hat und eine falsche Konklusion, eine wahre Voraussetzung, eine falsche Behauptung, dann ist die Aussage falsch. Alle Schauspielerinnen sind blond, bedeutet aus Schauspielerinnen-Dasein folgt blond sein. Das ist eine These, die können Sie beim unaufmerksamen Verfolgen von Hollywood-Filmen durchaus aufstellen. Und jetzt reicht eine einzige Person, ja, zum Beispiel Monica Bellucci, die nur kurz mitgespielt hat in einem James-Bond-Film, weil sie relativ schnell von den Bösen dahin gerafft wurde, die ist Schauspielerin, sie erfüllt also die Voraussetzung, aber die Folgerung, dass sie blond ist, das ist sie nie gewesen in keinem der Filme, weil man solche Haare offenbar nicht blond färben kann. Und vielleicht wollte sie es auch nicht. Ein guter Grund für Stolz bringt diese Aussage zu Fall. Sie erinnern sich, Herr Stauz hatte Ihnen erzählt, dass die Implikation, wie die definiert ist, wann sie wahr und falsch ist. Frau Dierkes hatte Ihnen von dem Gegenbeispiel berichtet, sie daran erinnert, dass sie diese logischen Strukturen durchdenken sollen. Und diese Stelle ist eine, wo es um die logischen Strukturen geht. Die Frage ist, wie groß das Epsilon gewählt werden darf. Die Aussage ist, für alle Epsilon soll es gelten. Wenn Sie diese Aussage beweisen wollen, müssen Sie es für alle Epsilon machen. Das Schauspielerinnenbeispiel. Wenn Sie zeigen wollen, dass es nicht gilt, brauchen Sie nur eine Monica Bellucci und die war in keinem Ihrer Filme blond. Und dann haben Sie also ein Gegenbeispiel. Das habe ich jetzt hier mit einem halb gewählt. Wenn Sie das an dieser Stelle ein Epsilon nehmen würden, das ist 2, dann wären Sie natürlich die ganze Funktion in diesem Epsilon-Bereich. Und dann würden Sie sagen, ja, für das eine Epsilon finden Sie für jedes Delta tatsächlich so einen Bereich oder finden Sie tatsächlich so ein Delta. Aber das sagt nicht viel aus über die Gültigkeit des Kriteriums, weil Sie ja für alle Epsilon diese Eigenschaft suchen. Ja, es ist also eine gewisse, ja, wie so ein Denksport, dass man das gut formuliert und dass man an einer Möglichkeit sucht, ist nicht nur aufzusagen, sondern für eine zu einer eigenen logischen Argumentation zu machen. Das ist ohnehin ein super Hinweis. Wir werden gelegentlich gefragt, wie Sie lernen können, wie Sie diese mathematischen Überlegungen lernen und verstehen können. Versetzen Sie sich in die Rolle, die wir Vortragenden hier haben. Tun Sie so, als ob Sie es jemandem erklären müssten und prüfen Sie sich selber, ob Sie selber Ihre Erklärung folgen dürfen. Das Epsilon darf natürlich, es ist eine reelle Zahl, es darf beliebig klein werden. Also mit den natürlichen Zahlen hat sich Epsilon nichts zu tun. Das Epsilon ist größer 0, das heißt so klein, wie es überhaupt nur werden kann. Probieren Sie das zum Beispiel aus. Machen Sie diese Definition, erfinden Sie sie nach und erklären Sie sie jemandem in eigenen Worten und prüfen Sie dabei, ob Sie Ihrer Erklärung folgen würden. Sie haben typischerweise ein sehr gutes Gespür dafür, wenn Dinge unlogisch sind. Ja, der Mensch ist darauf gepolt, kleine Schwindeleien und Lügengeschichten zu entdecken. Falls Sie sich an Dates erinnern können oder vorhaben, welche zu unternehmen, irgendwann mal wieder, wenn der andere Ihnen was erzählt und er färbt seine Geschichte so ein bisschen nett, da werden Sie sofort hellhörig. Das kriegen Sie sofort mit. An kleinen Ungenauigkeiten in der Argumentation, an kleinen Dingen, die nicht passen. Und wenn Sie eine solche logische Argumentation haben, in einem beschränkten Bereich des Lebens, wo es gar nicht wirklich um emotionale Dinge geht, um dieses furchtbar komplizierte Zeugs des zwischenmenschlichen Miteinanders, dann werden Sie umso stärker bemerken, dass an welchen Stellen die Logik hakt. Ja. So typischerweise sagen wir, also wir haben eine Bezeichnung, wenn wir eine Funktion haben von einem abgeschlossenen Intervall, die in die reellen Zahlen abbildet und wichtig ist hier das abgeschlossene Intervall. Ja, das A und das B gehört dazu. Die endet nicht einfach so vor ihrem eigentlichen optischen Rand an A und B, sondern sie nimmt bei A und B tatsächlich Funktionswerte an.
Und diese Funktion und nur auf dem abgeschlossenen Intervall heißt stetig, wenn sie in jedem Punkt des Intervalls, in jedem Punkt aus AB stetig ist. Wir könnten jetzt zum Beispiel Folgendes uns überlegen. Die Funktion 1 durch x, die sieht so aus. F von x ist gleich 1 durch x. Diese Funktion, die ist in jedem Punkt aus dem Intervall von 0 bis unendlich, und das ist ein offenes Intervall, stetig. Wir sollten dieser Funktion nicht den Namen stetige oder den Zusatz stetige Funktion geben, denn die tut nicht das, was wir von Stetigkeit erwarten. Ja. Sie nähert sich der 0 und nähert sich und nähert sich, und die Funktionswerte, die gehen gegen unendlich. Das werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen, warum das bei einer stetigen Funktion nicht passieren soll. Und stetige Funktionen als solche sind immer Funktionen auf abgeschlossenen Intervall. Man kann sich darüber zanken, was diese Funktion 1 durch x für eine Funktion ist. Ja. Sie ist stetig in jedem Punkt ihres Definitionsbereiches. Der Definitionsbereich sind die reellen Zahlen ohne die 0. Und trotzdem würde ich nicht empfehlen, dies eine stetige Funktion zu nennen. Mathematiker und Mathematikerinnen sind manchmal nerdig und sagen, die Funktion 1 durch x ist eine stetige Funktion. Dabei sieht man doch, dass sie hüpft. Ja, man kann sie auch nicht mit einem Bleistift durchzeichnen. Der Begriff passt nicht dazu. Stetigkeit ist ein Punktbegriff. Diese Funktion ist in jedem Punkt ihres Definitionsbereichs stetig, aber sie ist als gesamte Funktion, betrachten wir sie nicht als stetig. Außerdem, nächstes Beispiel, Funktionen, die Definitionslücken haben, ohne dass sie solche großen Sprünge haben. Nehmen Sie zum Beispiel die Funktion f von x gleich x Quadrat durch x. Diese Funktion ist bestenfalls auf allen reellen Zahlen ohne die 0 definiert, denn für 0 steht da 0 durch 0. Ja, und das, die eine 0 zu kürzen, das ist ein ganz kühner Plan, das machen wir nicht. Und die bildet jetzt in die reellen Zahlen ab, und diese Funktion, die wir hier aufgezeichnet haben, die sieht folgendermaßen aus, die hat hier eine Lücke. So, zack. Und die ist auch stetig in jedem Punkt ihres Definitionsbereichs, aber bei 0 ist sie gar nicht definiert. Wo man nicht definiert ist, kann man auch nicht stetig sein. Ja? Etwas, was es gar nicht, eine Aussage zu machen über etwas, was es gar nicht gibt. Und es ist in gewissem Sinne sinnlos. Ja? Den Funktionswert von dieser Funktion f an der Stelle 0 gibt es nicht, deswegen können wir auch nicht sagen, dass die Funktion im Punkt 0 in irgendeinem Sinne stetig ist. Ja, die Funktion ist also als Ganzes auch nicht stetig, obwohl sie in allen Punkten ihres Definitionsbereichs, also an jeder Stelle z, stetig ist. Da, wo sie definiert ist, hat sie auch eine Umgebung, und in dieser Umgebung ist sie einfach nur die Funktion f von x gleich x, da ist gar nicht wirklich viel dran. Es ist also ein bisschen schwierig. Wir sagen trotzdem manchmal, dass eine Funktion stetig ist, wenn sie sozusagen alle Eigenschaften von einer stetigen Funktion hat und wir überhaupt gar keinen Zweifel daran haben, dann müssen wir es nicht präzisieren. Aber schon bei der Funktion 1 durch x ist es ein bisschen kritisch. Also an der Stelle 1 durch x. Das werden wir gleich nochmal genauer beleuchten. Jetzt sammeln wir Arten von Unstetigkeiten. Die haben Namen, aber das sind eigentlich sehr intuitive Namen. Und wir skizzieren kurz, was gemeint ist. Wenn wir eine Funktion haben, die einen Sprung macht, die kommt also hier hin und dann springt sie und da geht sie weiter, wie die Felswand. Und dann brauchen wir noch den Funktionswert an dieser Stelle, der ist dazwischen. Oder der ist hier, das ist eigentlich relativ egal. An dieser Stelle gilt jedenfalls,
dass der Grenzwert von f von z für x gegen z von der linken Seite ungleich dem Grenzwert ist von f von x für x gegen z von der anderen Seite. Also wir kommen oben und unten vom Felsen. Beide Grenzwerte existieren, aber sind ungleich und das nennt man eine Sprungstelle. Die Funktion springt. Wir könnten uns auch vorstellen, dass wir wie in dem Beispiel eben, wo ein Wert fehlt oder ein Wert ausgereist hier, die Funktion sieht so aus. Das heißt, ein Wert, eine Stelle ist verrutscht. An dieser Stelle würde Folgendes gelten. Der rechtsseitige Grenzwert ist das gleiche wie der linksseitige Grenzwert, mal vorausgesetzt. Wir nehmen die einfachste Interpretation des Bildes, die da ist. Also die Funktion ist wirklich so eine schöne, gerade durchgezogene Linie und ein Wert fehlt. Aber das ist ungleich f von z. Dann könnten wir diesen misslichen Umstand könnten wir beheben, indem wir den Punkt runterschieben, die Funktion umdefinieren. Und deshalb nennen wir das eine hebbare oder behebbare, daher kommt das Wort, behebbare Unstetigkeitsstelle. Oder wenn der Punkt fehlen sollte, wie bei dem vorigen Beispiel, dann nennen wir es eine hebbare oder behebbare Definitionslücke. Ja, es ist zufällig eine Lücke entstanden. Die können wir natürlich zuschmieren. Wenn Sie aber ein Computerprogramm programmieren würden und das würde x² durch x ausrechnen wollen an irgendeiner Stelle, dann würde es an der Stelle liefern, nein, das ist nicht definiert. Ich weiß kein Ergebnis. Das heißt also, jemand, der rein schematisch dieses x² durch x anwendet und den Ausdruck ohne alle Gefühlsregung schlicht ausrechnen will, der stellt fest, an der Stelle 0 ist es nicht definiert, wir haben eine Lücke. Und dann würden Sie großmütig kommen und sagen, naja, wir wissen ja, da soll ja wahrscheinlich 0 rauskommen, aber vielleicht soll auch nicht 0 rauskommen, das wissen Sie vorher nicht. Deshalb haben Sie ja diese Definitionslücke da drin, aber Sie können das beheben. Wenn Sie sicher sind, dass Sie dort eine 0 hinein tun wollen an dieser Stelle, dann haben Sie die Definitionslücke oder die Unstetigkeit behoben. Und Sie haben dann als Ergebnis eine stetige Funktion. Ja. Solche Stellen, wenn die irgendwo auftreten, da, ja, die machen eigentlich keine Mühe. Ja. Beim Programmieren vielleicht schon, aber hier machen Sie Mühe. Und als drittes eine Polstelle, die Sie kennen sollten, ist die Vorstellung, dass die Funktion rechts und links von einer bestimmten Stelle z gegen unendlich strebt. Wir haben es beim Tangens kennengelernt. Sie kennen es von 1 durch x. Die Funktion könnte also so aussehen, hier, das wäre zum Beispiel eine Polstelle. Das könnte unter Umständen solch eine Funktion sein wie 1 durch x minus z zum Quadrat. Und wenn Sie sich dieser Stelle nähern, dann gehen die Funktionswerte gegen unendlich. Sie werden also beliebig groß. Und hier hätten wir jetzt, dass der rechts- und linksseitige Grenzwert plus oder minus unendlich ist. Genau genommen reicht, dass ein einzelner dieser Grenzwerte hier plus oder minus, dieser strebt gegen plus oder minus unendlich. Und dann bezeichnen wir dieses Verhalten als eine Polstelle. Ja. Wenn Sie neugierig sind, wie man es genau definieren kann, was eine Polstelle ist, lesen Sie nicht zu lange. Ja, also Leute, die sich dann noch eindringlicher damit beschäftigen, die können ganz viele Unterscheidungen wieder machen. Aber am Anfang sozusagen auf dem Niveau, wie wir das hier brauchen und wie Sie das wahrscheinlich, nicht ganz sicher, aber doch wahrscheinlich für viele, viele andere Sachen auch ausreichend brauchen, nennen wir solch ein Verhalten eine Polstelle. So, jetzt betrachten wir Eigenschaften stetiger Funktionen. Da beweisen wir ganz genau zwei Sätze. Und wir beweisen als erstes einen Satz, der ist von solcher Offensichtlichkeit, dass man sich möglicherweise fragt, warum man es überhaupt beweisen soll. Das ist der
sogenannte Zwischenwertsatz. Und er besagt, dass alle stetigen Funktionen, ja, die in diesem Beispiel geht es von beiden Seiten gegen Plus und Endlich, aber damit es eine Polstelle ist, das schreibe ich mal hier dazu, als eine Polstelle ist, reicht es, wenn es an einer Seite gegen Plus und Endlich oder gegen Minus und Endlich geht oder gegen beides. Also in dem Beispiel geht es natürlich von beiden Seiten gegen Unendlich. Da haben Sie völlig recht. Dankeschön. Der Zwischenwertsatz besagt, dass wenn Sie eine Funktion haben und die ist stetig und verbindet eine Stelle a mit dem Funktionswert f von a mit einer Stelle b mit dem Funktionswert f von b, ja, hier, dann nimmt diese Funktion alle Werte zwischen f von a und f von b auch tatsächlich an. Also stellen wir uns vor, Sie fahren von Bad Harzburg, ne, ich war über den Brocken, vielleicht nach Schirke. So, kommen Sie, gehen Sie wieder runter. Und jetzt ist die Aussage, alle Höhen über normal Null zwischen der Höhe von Bad Harzburg und der Höhe von Schirke haben Sie einmal getroffen. Also alle Werte, die hier zwischenliegen, zwischen f von a und f von b, die kommen mindestens einmal vor. Das heißt also, wenn Sie einen Wert y hier nehmen, dann finden Sie zu dem y eine Zwischenstelle, xi oder x Stern im Skript, glaube ich, hier eine Zwischenstelle. Ich nenne sie xi, ein griechischer Buchstabe, der dem x entspricht und deshalb liegt er gut auf der x-Achse. Das xi sieht ungefähr so aus, aber es malt jeder anders. Die meisten malen nur so eine Kringellinie, das große xi. Das ist so ein Buchstabe, der besteht aus drei einzelnen Stückchen. Das sieht so aus. So, und die Aussage ist, f bildet das abgeschlossene Intervall BAB in die reellen Zahlen ab und f ist stetig. Und jetzt ist die Aussage, für alle y, die zwischen f von a und f von b liegen. Ja, wenn jetzt f von b kleiner sein sollte, weil sie bergab gewandert sind, drehen Sie es einfach um. Ja, ohne Beschränkung der Allgemeinheit nehmen Sie also an, Sie starten an dem niedrigeren Punkt. Für alle y existiert ein Wert xi, der liegt sogar im offenen Intervall von a und b, nicht unbedingt am Rand, mit der Eigenschaft, dass f von xi gleich y ist. So. Und der Beweis funktioniert folgendermaßen. Ja, ich hoffe, Sie finden das auch völlig offensichtlich. Sie wollten nämlich mit der Stetigkeitsdefinition eine Funktion oder eine Eigenschaft von Funktionen beschreiben, zunächst natürlich punktweise, die Sie darstellen können damit, dass Sie die Linie mit durchziehen können, ohne abzusetzen. Das habe ich eben auch gemacht. Und das haben Sie punktweise beschrieben durch dieses Epsilon-Delta-Kriterium oder durch das Folgekriterium. Und jetzt stellen Sie fest, Sie wollen zu jedem Zwischenwert y, zwischen f von a und f von b, soll es ein Argument geben, was auf y abgebildet wird. Es ist ja so konstruiert. Wir haben es hier extra so gemacht. Also man könnte fast sagen, das braucht man überhaupt gar nicht zu überlegen. Das ist schon mit drin. Aber wir sind ja bei den Überlegungen zu der Stetigkeit dazu gekommen, dass wir diese Epsilon-Delta-Definition oder diese Folgendefinition haben. Und aus der müssten wir jetzt eigentlich beweisen, dass diese Eigenschaft gilt. Und der Beweis funktioniert folgendermaßen. Wir machen eine Intervallschachtelung. Ja? Es ist so ein bisschen so, Sie wollen eine Einstellung suchen von irgendeiner Maschine und wenn Sie das zu weit nach rechts drehen, dann dreht die vielleicht zu doll, funktioniert nicht gut, dann drehen Sie ein bisschen zurück, dann ist es zu wenig, dann machen Sie wieder ein bisschen mehr, aber nicht so viel wie vorher und dann tasten Sie sich gewissermaßen ran. Ja? Intervallschachtelung. Auf diese Art und Weise könnten Sie auch irgendwas einteilen, wenn Sie das Schaf suchen auf einem riesengroßen Grundstück und Sie können nicht besonders weit gucken, weil Nebel ist, dann machen Sie einen Zaun in der Mitte
Und dann, wenn Sie rauskriegen, das ist auf der linken Seite, dann teilen Sie es nochmal und dann ist das Schaf in immer kleineren Gattern drin und irgendwann haben Sie es eingefangen. Und hier geht das ähnlich, wenn das Beispiel natürlich auch Unfug ist. Sie teilen das Intervall in der Mitte. So, wenn Sie hier einen Wert kriegen, der größer als y ist, was Sie an der Stelle haben, dann nennen Sie diese Stelle z1 und das a, das soll x1 sein. Vorher haben Sie festgelegt, dass a ist x0 und das b ist z0. Jetzt wissen Sie also, weil Sie das Gatter gewissermaßen halb so groß gemacht haben, dass die Stelle, die den Funktionswert y hat, also es muss zumindest eine Stelle geben zwischen a und z1. Als nächstes teilen Sie das Ganze wieder hier in der Mitte und jetzt stellen Sie fest, oh, Sie sind immer noch größer als y, dann kriegen Sie an dieser Stelle, hier machen wir in lila, z2 und x2 ist weiter a. Jetzt teilen Sie das nochmal und jetzt stellen Sie fest, ups, hier sind wir jetzt kleiner als y, dann machen wir in blau, das ist x3 und dieses hier ist weiter z3. Und jetzt teilen Sie dieses Intervall noch einmal. Ich glaube, das Prinzip haben Sie mittlerweile erkannt und suchen Sie sich selber ein schöneres Bild als mein komisches Gatter, wo Sie das Schaf fangen wollen. Und da sind Sie wieder drüber. Das heißt, jetzt ist das da oberhalb, das ist jetzt z4 und x4, das bleibt unterhalb. So, was stellen wir fest? Die Zs, die können nichts als monoton fallen. Die bilden eine monoton fallende Folge. Die werden ja höchstens kleiner. Und die X bilden eine monoton wachsende Folge. Und da ist man gut, dass wir das wachsend und fallend mit kleiner gleich und größer gleich definiert haben. Wir fordern nämlich nicht, dass sie wirklich in jedem Schritt wachsen. Es kann ja immer nur das z kleiner werden oder das x mit dem entsprechenden Index größer werden. Das heißt, wir haben eine monoton wachsende Folge, die ist beschränkt durch b, also größer als b wird die definitiv nicht dabei. Und wir haben eine monoton fallende Folge der z, die fällt immer. Und die wird definitiv nie kleiner als a, denn sie bleibt ja immer in diesem Intervall. Wir schachteln das Intervall ein. Und jetzt haben wir also zwei Folgen. Die eine ist fallend, die andere ist wachsend. Wir wissen schon, die sind konvergent, beide dadurch. Ja? Monotone und beschränkte Folgen wissen nicht wohin und sind konvergent. Und eine super Frage kommt gleich. Jetzt wissen wir aber auch, die Differenz zwischen zk und xk, die wird immer kleiner, weil das Intervall ja immer kleiner wird. Und deshalb wissen wir, die Folge der zk, die konvergiert gegen das Gleiche wie die Folge der xk. Ja, gut, dass wir die reellen Zahlen haben, denn selbst wenn das alles rationale Werte sind, es kann ja gegen was Irrationales konvergieren. Und diese Folge, diesen Grenzwert nennen wir dieses xi, diese Zwischenstelle. Und dann wissen wir, weil f stetig ist, konvergiert also tatsächlich auch die Folge der f von xk gegen die Folge, gegen die Funktionswerte der xk, gegen den Funktionswert von f von xi und dem bleibt nichts anderes übrig, weil auch das y eingeschachtelt wird, das y jetzt da drin ist. Wir haben es eingefangen und wir wissen, es gibt dieses xi. Wir haben es absolut dingfest gemacht. Wir haben es jetzt auch nochmal bewiesen. Und ich habe Ihnen den Beweis erzählt. Ich habe jetzt nicht alle Schritte aufgeschrieben im Skript. Finden Sie es natürlich genauer. Bitte lösen Sie sich von der Vorstellung, dass ein Beweis irgendetwas Wildes ist, was der Lehrer bzw. die Lehrerin unter körperlichen Schmerzen an die Tafel geschrieben hat und was danach sozusagen eine monolithische Struktur hat und genauso muss es sein. Denn ein Beweis ist eine Argumentation, eine Erklärung mit den Begriffen und logischen Schlüssen. Und hier, dieses kann man meines Erachtens besser verbal erklären als mit solchen Buchstaben. Man braucht ziemlich viele Buchstaben. Haben Sie ja hier schon gesehen. Eine kleine Folgerung aus diesem Satz ist, also gewissermaßen daraus folgt, der
Ich glaube, es heißt Satz von, wie heißt es? Heißt es Satz von Rolle? Naja, daraus folgt, nee, das ist nicht der Satz von Rolle. Entschuldigung. Daraus folgt, falls f von a kleiner 0 und f von b größer 0, so liegt zwischen a und b eine Nullstelle. Ja, wenn es morgens, wenn Sie zur Arbeit gehen, friert und mittags ist es pitschenass, dann muss irgendwann der Moment gekommen sein, wo es taut. Und umgekehrt natürlich ganz genauso. Jetzt kommt die Frage, wenn wir in einer Stelle Z eine Polstelle hätten, was wäre dann? Ja, also, wenn wir in diesem Bild irgendwo eine Polstelle hätten, zeichne ich mal mit grün ein, dann müsste die Funktion ja gegen unendlich gehen. Irgendwie. Oder gegen minus unendlich. Das heißt, an der Stelle wäre sie dann nicht definiert. Also wäre es keine stetige Funktion. Das ist so ein bisschen trickreich. Ja? Stetige Funktionen können keine Polstelle haben. Denn stetige Funktionen sind definiert in einem abgeschlossenen Intervall von a bis b. Und sie müssen also in dem ganzen Intervall als Zahlenwert definiert sein. Die können also keine Polstelle haben. Die Frage führt aber noch etwas weiter. Denn jetzt kommt ein Satz. Und dieser Satz hat also einen so großen Namen, wie Weierstrass auch verdient. Der Satz von Weierstrass. Und dieser Weierstrass war ein Mathematiker, der sich um die Zeit so um 1900 etwas davor verdient gemacht hat, um die Klärung der mathematischen Begriffe. Ja, man will ja nicht nur rechnen, sondern man möchte sie übertragen auf andere Dinge. Ich habe das da und dort schon angedeutet, zum Beispiel mit dem mechanischen System, wo sie die Federn immer steifer machen. Und soll das auch noch funktionieren. Und deshalb braucht man gut geklärte Begriffe. Und dieser Satz sagt Folgendes. F in dem Intervall von a bis b, abgebildet in die reellen Zahlen, sei stetig. Das ist die Voraussetzung. Wir haben eine stetige Funktion. Und jetzt ist die Aussage, dann existieren Stellen x-min und x-max aus dem Intervall ab, die dürfen auch am Rand liegen, das ist nicht verboten, mit der Eigenschaft, dass f von x-min kleiner ist als alle f von x, und das ist ja selbst ein Funktionswert, und es ist kleiner als f an der Stelle x-max. Und das Ganze soll natürlich dann im ganzen Intervall von a bis b gelten. Das heißt, der Satz von Weierstrass besagt, dass stetige Funktionen ihr Maximum und ihr Minimum annehmen. Wollen wir uns das mal angucken? Wir zeichnen natürlich wieder, um uns das zu veranschaulichen, eine Funktion im Intervall von a bis b. Wir fordern, dass die Funktion von überall definiert ist. Das heißt also eine Polstelle, so wie wir sie bildlich kennen, die können wir auch so anschaulich nicht richtig reinmalen. Wir bezeichnen ja hier jetzt eine Funktion. Und jetzt ist die Aussage, dass es tatsächlich eine Stelle x-max gibt und an dieser Stelle x-max wird ein Funktionswert angenommen und der ist größer als alle anderen. So. Da ist f von x-max. Jetzt werden Sie sagen, ja, das ist einleuchtend. Also finde ich auch ziemlich einleuchtend, muss ich sagen. Das ist ziemlich einleuchtend. Hier in unserem speziellen Fall ist x-min, das liegt bei a, der minimale Wert ist hier f von x-min. Das muss gehen. So. Aber es gibt ja viele Dinge, die einleuchtend sind. Es gibt ja auch Leute, die ganz andere, ganz komische Dinge einleuchtend würden sagen, das ist völlig klar. Das ist völlig logisch. Ja. Also, zum Beispiel könnte man sagen, also ich würde mit meinem Nachbarn reden, ja, aber wenn ich mit dem reden wollte, müsste ich erstmal wissen, worüber ich mit ihm reden muss. Und dazu muss ich mit ihm reden. Aber wozu soll ich mit ihm reden, wenn ich gar nicht mit ihm reden will? Ja, solche Nachbarn kennen Sie sicher auch.
Und die finden das völlig logisch. Und das ist konsistent in deren Welt. Also warum wissen Mathematikerinnen und Mathematiker und Ingenieurinnen und Ingenieure und Leute, die sowas brauchen, dass diese Funktion da tatsächlich ihr Maximum annimmt? Dass sie nicht ganz knapp an der schwarzen Linie vorbeischrammt. Ja, wenn wir jetzt so eine Lupe ranlegen würden, die uns das Ganze noch vergrößert. Warum kommt diese blaue Linie nicht ganz knapp vorbei, ohne die schwarze zu berühren? Woran liegt's? Und könnte man vielleicht auch sagen, da selbst wenn es unter keiner Lupe so aussieht, das war ja vorhin bei den, irrationalen und den rationalen Zahlen auch so, dass das unter der Lupe noch genauso aussah. Also die Intuition, auf die es nicht so recht Verlass, wir wünschen uns natürlich, dass wir dieses hart beweisen können. Und bevor wir das aber tun, machen wir einen kleinen Einschub und überlegen uns, zum Beispiel hier mit einer etwas anderen Farbe, dass das Ganze auf offenen Intervallen nicht gilt. Das gilt nicht auf offenen Intervallen. Also auf offenen Intervallen haben wir auch gesagt, also die Funktion, die in allen Punkten stetig ist, die wollen wir auch gar nicht stetig nennen, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen. Wir könnten zum Beispiel die Funktion nehmen, f bildet ab von 0, das Intervall von 0 bis 1 durch e, ohne die 0. Und zwar vermöge der Vorschrift, das ist so ein uralt, so ein altertümliches Wort, dass wir x auf x hoch x abbilden. Ja, wie sieht diese Funktion aus? Das haben wir uns neulich überlegt. Ja, also für 0 strebt sie gegen 1. Ist 1 bei 0 ist sie aber nicht definiert. Und dann wird sie erstmal kleiner. Ja, wenn sie so 1/2 hoch 1/2 ist, die Wurzel aus 1/2 ist natürlich kleiner als 1. Und ich habe jetzt mal vorweggenommen und Sie können das gerne nachrechnen oder wir tun es zusammen in 2 Wochen. Dann haben wir hier 1 durch e. Da, bis dahin geht das Ganze. Und ich informiere Sie mal darüber, dass diese Funktion f streng monoton fallend ist auf dem Stückchen, wo sie ist. Und sie ist überall auf dem Definitionsbereich definiert. Das ist ja gerade die Eigenschaft des Definitionsbereichs. Sie stecken irgendeinen Wert aus dem Definitionsbereich hinein und Sie kriegen einen Funktionswert. Sie ist überall definiert. Das war der Punkt bei der Definition der Funktion. Für alle Elemente des Definitionsbereichs gibt es ein Argument. Kein Argument. Also für Argumente aus dem Definitionsbereich gibt es einen Wert, auf den sie abgebildet werden. Wie ein Automat. Sie stecken etwas rein und der Automat nimmt das auch. Ein Pfandflaschenautomat nimmt zum Beispiel Pfandflaschen. Wenn Sie eine Pfandflasche haben und der Automat nimmt es nicht, dann protestieren Sie und gehen zum Verkaufspersonal und sagen, nimmt meine Flasche nicht. Wenn Sie natürlich feststellen, ups, das ist gar keine Pfandflasche, Sie haben versucht, einen Joghurtbecher da reinzutun, dann sagt das Verkaufspersonal Ihnen zu Recht, dafür ist der Automat nicht gemacht. Also Definitionsbereich des Pfandautomaten sind Pfandflaschen, Einweg-Pfandflaschen mit diesem aufgeklebten Symbol. Und für die soll es funktionieren und da soll auch genau eine Sache passieren, nämlich der Automat soll Ihnen genau den Pfandbon für diese Flasche rausgeben. Ja, die Definition der Funktion sieht vor, dass für alle Elemente des Definitionsbereichs ein Funktionswert existiert. Und jetzt stellen Sie fest, dass kein x-max existiert. Ja? x-min existiert, zum Beispiel x-min ist gleich 1 durch e und in der Tat, die Funktion ist monoton fallend, hier wird der kleinste Wert, der wird auch angenommen. Aber der größte Wert wird nicht angenommen. Ja? Es gibt kein x-max. x-max existiert nicht. Denn würden wir irgendeinen Wert aus dem Intervall von 0 bis 1 durch e als x-max annehmen, dann wäre dieser Wert ja größer als 0. Das heißt, es gibt noch Funktionswerte, Argumente links davon. Ja, es gibt noch welche, die sind links davon. Da sind die Funktionswerte größer als an dieser Stelle, als dieser da. Das heißt also, x-max führt, wenn wir es annehmen aus dem Intervall von 0 ohne die 0 bis 1 durch e, dazu, dass größere Werte existieren und das führt sich also selbst zum
Widerspruch. Ein anderes Beispiel, was ganz genau so aufgebaut ist, ist der Arcus Tangens. Das war diese Funktion, die ganz sanft von minus Pi halbe im sehr, sehr negative x beginnend durch die Null ansteigt und dann wieder ganz, ganz sanft gegen den Wert Pi halbe strebt, aber diesen nicht erreicht. X hoch x ist im Definitionsbereich, den wir hier angegeben haben, monoton fallend. Für Werte größer als 1 durch e ist es monoton wachsend. Aber in dem Definitionsbereich, den ich angegeben habe, den ich da ganz klein skizziert habe mit der grünen Linie, ist es monoton fallend. Oh ja, es war schon beantwortet. Ja, das haben Sie super gemacht. Dankeschön für Ihre Mitwirkung an der Stelle. Und den Satz von Weierstrass, meine Damen und Herren, den wollen wir jetzt beweisen. Und den wollen wir sozusagen so richtig hart beweisen. Nicht deshalb, weil ich unbedingt möchte, dass Sie diesen Beweis auswendig lernen, sondern weil Sie den Beweis angucken sollen und weil Sie diesen Beweis gewissermaßen als ein besonderes Juwel, eine Geistesleistung unserer Vordenker schätzen sollen. Er hat auch eine gewisse Schönheit. Wir kommen zurück zu der Frage, wie das mit der Polstelle ist. Und wir betrachten die Frage, was wäre, wenn f, angenommen f wäre nach oben unbeschränkt. Ja, wir betrachten das erstmal nur für das Maximum, für das Minimum. Dann machen wir halt minus f, dann folgt das ganz genauso. Das ist unproblematisch. Also angenommen, f wäre nach oben unbeschränkt. Das könnte ja passieren. Das heißt also, wir hätten eine Funktion und da sollten wir uns auf unsere Anschauung, unsere Intuition nicht verlassen. Ja, wenn wir unserem Nachbarn nicht wohlgesonnen sind und sie wollen alles Mögliche anhängen, dann erscheint ihnen auch alles Mögliche logisch, ein typisches Problem von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Seien Sie froh, dass Sie nicht Jura studiert haben. Also es könnte ja nun passieren, dass diese Funktion es irgendwie schafft, trotz Stetigkeit, ja, ich kann das hier einzeichnen, dass die hier immer weiter und weiter und weiter, das könnte ja sein. Und ja, jetzt habe ich das irgendwie verpasst, jetzt kommt sie wieder zurück. Das könnte ja passieren, dass sie trotzdem hier irgendwie so aussieht. So, und jetzt wollen wir beweisen, dass das nicht ist. Wenn sie unbeschränkt wäre, dann hätten wir Argumente xn und die Funktionswerte, die würden ja dann auch hier immer weiter gen unendlich wandern. Das heißt, dann und nur unter dieser Annahme, dass f unbeschränkt wäre, also jede Grenze überschreiten würde, das heißt, es würde zu jeder Zahl, zum Beispiel auch zu Zahl n, egal wie groß n ist, ein f von xn geben, einen tatsächlich angenommenen Funktionswert. Das ist ja eine der Eigenschaften der Stetigkeit, sodass f von xn größer als n ist. Dann existiert also eine Folge von xn, die starten irgendwo, das ist nur die Bezeichnung, von 0 bis unendlich, die xn sind alle aus dem Intervall AB mit der Eigenschaft, dass der Grenzwert der f von xn gleich unendlich ist. Ja, diese schwarzen Punkte, die sind jetzt immer höher und höher und die gehen über alle Maßen nach oben. Ja, sonst wäre die Funktion ja nicht unbeschränkt. Wenn es irgendwo Schluss wäre, dann eine obere Schranke gäbe, dann könnten wir keine solche Folge von Funktionswerten finden. Aber wenn die Funktionswerte der Folge immer der Funktion immer größer werden, dann können wir auch einzelne herauspicken und daraus machen wir jetzt eine Folge. Jetzt wissen wir aber, die Folge xn, die ist beschränkt, die ist ja in dem Intervall AB, ja, die kann ja nicht weg. Das heißt, es gibt eine konvergente Teilfolge, weil es nämlich einen Häufungspunkt gibt. Beschränkte Folgen haben einen Häufungspunkt, haben wir in Kapitel 1 bewiesen. Ich glaube, dritte Vorlesung.
Das war so ein bisschen der Nachgang. In der zweiten haben wir es, glaube ich, nicht geschafft. Wir haben eine konvergente Teilfolge. Diese Teilfolge, die nennen wir x, n und aus den n picken wir jetzt die mit dem Index k heraus. Dann machen wir also ganz bestimmte n's, die sollen auch monoton wachsend sein. Und die Eigenschaft ist, dass wenn wir diesen Index k, der die Teilfolge zählt, gegen unendlich streben lassen, dann strebt das gegen ein z im Intervall von a, b. Ja, z ist Häufungspunkt von der Folge xn. Das heißt, wir haben eine Teilfolge, die dagegen strebt. Was würde das bedeuten? Das heißt, der Grenzwert von f von xnk, von dieser Teilfolge, von den Funktionswerten auf dieser Teilfolge, das müsste ja dann das gleiche sein wie der Grenzwert von x gegen z, weil die Teilfolge gegen z konvergiert von f von x. Und f soll stetig sein einerseits und das soll aber gleichzeitig auch unendlich sein. Und das ist ein Widerspruch zur Stetigkeit, denn f ist gar nicht definiert. Und f muss ganz definiert sein in allen Punkten von dem Intervall AB, weil wir vorausgesetzt haben, dass es eine stetige Funktion ist. Also natürlich wussten wir anschaulich schon, dass die Funktion keine Chance hat, gegen unendlich zu streben. Aber wir haben es jetzt sozusagen genau rückblickend auf die Definition bewiesen, dass die Funktion auch tatsächlich keine Polstelle hat. Und zwar haben wir das nicht mit der Intuition gemacht, sondern wir haben gesagt, wenn sie unbeschränkt wäre, dann würde es eine solche Teilfolge von xnk geben, wo die xnk konvergieren gegen irgendeine Stelle aus dem Intervall ab, die haben wir z genannt. Und gleichzeitig müssten die f von xnk, die müssten gegen unendlich streben. Das heißt, weil f dann auch noch stetig ist, ja, wir verheddern uns mit unseren Lügengeschichten sozusagen in Widersprüche, das haben wir gemacht, also waren die Annahmen falsch. Ja? Also ist die Funktion nicht unbeschränkt. Das heißt, f ist beschränkt. Ja, das wissen wir jetzt schon mal. Erster Teil. Jetzt würdigen wir das Ganze mit einer anderen Farbe und schreiben hier in lila weiter. Sei nun g die kleinste obere Schranke. Die Funktion ist jetzt also nicht unbeschränkt, die geht jetzt ganz bestimmt nicht nach oben, aber die Idee ist, dass eventuell die Funktion doch, ja, sie ist beschränkt, hier im Intervall von a bis b, so irgendwie, das wissen wir, und unter allen möglichen oberen Schranken, die wir hier einzeichnen können, wählen wir uns jetzt die kleinste. Und jetzt möchten wir beweisen, dass diese kleinste obere Schranke auch tatsächlich angenommen wird, dass die Funktion es also nicht schafft, sich so ein ganz klein bisschen, so ganz eng an dem g vorbeizuschummeln. Also auf die Zahlen ist kein Verlass, das haben wir mit den Irrationalen und den Rationalen gesehen. Die liegen zwar alle ganz, ganz dicht beieinander und trotzdem ist noch Platz für eine. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich. Und vielleicht hat ja so eine Funktion auch die Fähigkeit, sich vorbeizuschummeln an der kleinsten oberen Schranke. Und jetzt machen wir nochmal wieder solch einen indirekten Beweis. Angenommen, g wäre zwar die kleinste obere Schranke, aber f von x wäre kleiner als g für alle x aus dem Intervall ab. Also angenommen, die Funktion f, die mogelt sich an dem g vorbei, ohne das g anzunehmen, jemals diesen Wert, und gleichzeitig kann man das g aber auch nicht verkleinern, weil es ja die kleinste obere Schranke ist, und da hatten wir gesehen, es ist auch so ein Dilemma mit den Zahlen, die reellen Zahlen waren gerade so konstruiert, dass also, wenn wir ein beschränktes Intervall haben, dann haben wir auch einen kleinsten Wert in den reellen Zahlen, das gilt in den rationalen nicht. Das heißt, es ist ganz vernünftig, die reellen Zahlen einzuführen, auch wenn wir sie uns gewissermaßen nur ausgedacht haben und wenn wir die rationalen Zahlen, ja die vernünftigen Zahlen, genannt haben.
So, angenommen, es gäbe also dieses f. Das würde jetzt an dem g vorbeischrammen. Dann wäre 1 durch g minus f von x, ja, das wäre ja g minus f von x, wäre dann immer größer als 0. Vielleicht ganz, ganz klein, aber eben immer größer als 0. 1 durch eine Zahl, die selber niemals 0 wird, das wäre also die Anwendung einer stetigen Funktion auf solchen stetigen Ausdruck. Das wäre auch stetig. Diese Eigenschaften habe ich Ihnen jetzt mal erspart, die alle aufzuschreiben. Ja, die Summe von zwei stetigen Funktionen ist eine stetige Funktion. Und 1 durch eine stetige Funktion wird eine stetige Funktion, wenn Sie nicht gerade durch 0 dividieren. Und das kann man alles aufschreiben und ganz langsam beweisen. Wir sind hier doch ein bisschen an der theoretischen Ebene. Das sind wir gewissermaßen weggelassen. Und Sie glauben mir sicher, dass also wenn die g minus f sich in diese Intervalle einsperren lässt für beliebig kleine Epsilon, der macht 1 durch diesen Ausdruck, macht das auch. Ja. Sie könnten sozusagen sich vorstellen, sie spiegeln auf geschickte Art und Weise die vertikale Achse. Das heißt, dieses wäre dann auch stetig auf dem Intervall von AB. Und jetzt wissen wir, weil die Funktion stetig ist, aus dem, was wir hier oben beschlossen haben, weil wir es bewiesen haben. Deshalb wissen wir, dass diese Funktion, da sie nun auch stetig ist, ist sie auch beschränkt. Das haben wir in Schwarz bewiesen. So. Andererseits ist g minus epsilon keine obere Schranke, weil ja g die kleinste obere Schranke ist. Das ist keine obere Schranke für alle Epsilon größer 0, ganz egal, wie klein das Epsilon ist. Denn wenn wir dann die kleinste noch kleiner machen, dann ist es keine obere Schranke. Das ist eine Binsenweisheit. Daraus folgt, es existiert ein X Stern, oder Sie könnten es auch Xi nennen. Ja, wenn Sie hier jetzt darunter G minus Epsilon einzeichnen, dann finden Sie eine Stelle hier, das wäre dann ein X Stern. Weil g minus epsilon ja keine obere Schranke ist, mit der Eigenschaft, dass g minus epsilon kleiner ist als f von x Stern, ist kleiner als g. Das wiederum bedeutet 1 durch g minus f Stern ist größer als 1 durch Epsilon, weil ja g minus f Stern, und für jedes Epsilon können Sie so einen x Stern finden, sodass g minus f Stern kleiner als Epsilon ist. Das heißt also, g minus f von x Stern ist kleiner als Epsilon und größer als 0 ist es ja, weil das f ja vorbeischrammen soll. Das ist, und wenn Sie das Ganze reziprok nehmen, dann haben Sie 1 durch g minus f von x Stern ist größer als 1 durch Epsilon. Und zwar für alle Epsilon. Das heißt, die Funktion, die eben noch stetig sein sollte, hier diese Funktion, die ist jetzt unbeschränkt, weil sie größer wird als alles Epsilon, natürlich für alle Epsilon, größer 0. Das ist ein Widerspruch zur Stetigkeit, die wir dort oben blau eingetragen haben, von 1 durch g minus f von x. Das heißt also, wir haben jetzt gezeigt, dass g nicht an, dass die obere Schranke g nicht größer ist als alle Funktionswerte von f. Der Funktion f gelingt es eben nicht, sich an g vorbeizumogeln. Und das heißt, die Funktion f nimmt an einer Stelle die kleinste obere Schranke g auch tatsächlich an. Die stetige Funktion nimmt ihr Maximum an. Das war sicher der längste Beweis, den wir bisher angeguckt haben. Na, wenn wir von der Beschränktheit von 1 plus 1 durch n in Klammern hoch n und dem monoton wachsen mal absehen, das könnte in die Größenordnung kommen. Aber dieser Beweis ist ja sozusagen viel schöner, weil er logische Finten hat. Er dreht sich ein paar Mal um sich selbst herum. Es sind zwei indirekte Beweise darin. Und zum Schluss kommt das raus,
Ja, was wir schon angenommen haben, aber was wir nicht sicher wussten. Und genießen Sie diesen Beweis und machen Sie sich nicht zwingend den Stress, ihn auswendig zu lernen. Wenn Sie ihn wieder zusammenkriegen und ihn sortieren können, ist es umso besser. Aber solche Beweise sind Teilstückchen, die versucht man zu genießen und die Gedankengänge drin zu erkennen, so wie sie eine Schachpartie von Magnus Carlsson vielleicht in Ansätzen würdigen können, aber nicht selbst spielen können. Nein, nein, wir nehmen nicht an, dass F größer als G würde, das ist eine Nachfrage aus dem Skript, sondern wir nehmen an, dass das F für alle X kleiner als G bliebe, dass es also schafft, an dem G vorbeizuschrammen. Also angenommen, F würde überall kleiner als G sein, das würde unter dieser Linie bleiben, ohne sie jemals zu berühren. Dann beginnt unsere Argumentation, dass wir nämlich das Reziproke bilden können, weil die Differenz irgendwo 0 ist. Und dann wüssten wir, dieses Reziproke müsste auch eine stetige Funktion in X sein. Und die wäre nach der ersten Überlegung beschränkt, für die wir auch schon einen indirekten Beweis gebraucht haben, ein bisschen was aus den Folgen rausgeholt haben. Und das würden wir dann zum Widerspruch führen. Ich hoffe, Sie können das auch genießen und haben Ihre Freude auch an diesem kleinen, schönen Beweis. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit der Differenzierbarkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.